Elemente. Alle Dinge sind aus ihnen gebildet. Sauerstoff und Wasserstoff sind wesentliche Bestandteile von Luft und Wasser. Und auch in uns finden sie sich. Calcium in den Knochen, Eisen im Blut. Und wir erkennen, auch wir, die Menschen, sind aus Elementen gemacht. Wann und wo entstanden die Elemente und auf welche Weise wurden sie gebildet? Alle Gestirne, auch Erde und Sonne, sind aus dem Urstoff des Universums entstanden, aus dem Sternenstaub. Wissenschaftler haben das Universum beobachtet und dank der technischen Entwicklung unserer Zeit konnten sie neue Instrumente einsetzen. Hochleistungsfähige Teleskope und Satelliten wurden für die Beobachtungen eingesetzt. Zu erweiterten Erkenntnissen führten vor allem auch Experimente, mit denen das Verhalten von Atomkernen und ihre Wechselwirkungen beobachtet werden können. Experimente in Teilchenbeschleunigern, die es heute sogar ermöglichen, durch Veränderungen von Kernstrukturen Elemente zu zerlegen, zusammenzusetzen und in andere Elemente umzuwandeln. Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen in der Enträtselung der Genesis der Elemente. Atomkerne wurden vor etwa 100 Jahren entdeckt. Bei der Untersuchung fluoreszierender Materialien fand Henri Becquerel, dass uranhaltige Erze Strahlen absondern, die photographische Platten belichten. Darauf aufbauend gelang es Marie Curie, eine unbekannte Substanz zu extrahieren, die intensive Strahlen emittierte. Diese Substanz nannte sie Radium. Untersuchungen der von Uran und Radium emittierten Strahlen zeigten, dass es drei verschiedene Arten gibt. Man kann sie voneinander trennen, indem man sie durch ein Magnetfeld schickt. Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen. Später erkannte man, dass es Heliumkerne, Elektronen und hochenergetische Photonen sind. Wieso aber senden Uran und Radium Heliumkerne und Elektronen aus? Rutherford beantwortete diese Frage. Die Strahlen werden emittiert, weil Uran und Radium sich in instabilen Zuständen befinden. Manchmal senden sie Elektronen oder Heliumkerne aus und auf diese Weise verwandeln sich Uran und Radium in andere Elemente. Atomkerne setzen sich aus Protonen und Neutronen zusammen. Durch spezifische Kernkräfte ziehen sich Protonen und Neutronen gegenseitig an und können sich zusammenkoppeln, wenn sie sehr nahe aneinander rücken. Dieser als starke Wechselwirkung bezeichnete Kopplungsmechanismus wurde von Hideki Yukawa aufgeklärt. Wir können die unterschiedlichen Atomkerne in ein System bringen, wenn wir die Zahl der Protonen und Neutronen des Kerns schrittweise erhöhen. Ein Element wird definiert in Abhängigkeit von der Zahl der Protonen in seinem Kern. So entsteht eine Nuklidkarte, auf der die Elemente und ihre Isotope systematisch angeordnet sind. Nach der Zahl ihrer Protonen und ihrer Neutronen. Die Zahl der im Universum vorkommenden Atomkerne ist begrenzt. Man vermutet ungefähr 7000, von denen fast 2000 nachgewiesen sind. Unter ihnen gibt es 256 stabile Kerne, die nicht zerfallen. Auf der Nuklidkarte sind sie nahe dem Zentrum aufgetragen. Alle anderen Kerne sind instabil. Wie zerfallen sie? Wenn mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind, wie bei Sauerstoff 20, verwandelt sich ein Neutron in ein Proton und sendet dabei ein Elektron und ein Antineutrino aus. Es entsteht Fluor 20. Dies nennt man Beta-Zerfall. Fluor 20 ist ebenfalls instabil, ein weiterer Beta-Zerfall führt zu Neon 20. Der Neon 20-Kern ist stabil, sodass kein weiterer Beta-Zerfall stattfindet.
Andererseits, wenn es mehr Protonen als Neutronen gibt, wie bei Magnesium-20, emittiert eines der Protonen ein Positron und ein Neutrino und verwandelt sich in ein Neutron. Magnesium-20 wird so zu Natrium-20. Dieser Prozess wird Beta-Plus-Zerfall genannt. Natrium-20 ist instabil und zerfällt weiter zum stabilen Neon-20. Wird die Anzahl sowohl der Protonen als auch der Neutronen zu groß, dann wird die elektrostatische Abstoßung zwischen den Protonen zu stark und der Kern zerbricht in kleinere Teile. Die Zerfallsprodukte sind oft ebenfalls instabil, sodass sich die Zerfallskette fortsetzt, bis letztendlich stabile Kerne resultieren. Ein Atomkern erhält seinen Elementnamen nach der Anzahl der Protonen im Kern. Und jedes Element kann aus unterschiedlichen Nukliden bestehen, die verschiedene Neutronenzahlen haben. Diese Varianten, die sich also bei gleichbleibender Protonenzahl nur durch andere Neutronenzahlen unterscheiden, werden Isotope genannt. Ein Beispiel: Alle Kohlenstoffisotope haben 6 Protonen, aber es gibt 13 verschiedene Isotope, deren Neutronenzahlen im Bereich 3 bis 16 liegen. Jedes Isotop hat auch eine Massenzahl, die Gesamtzahl von Protonen plus Neutronen. Benannt wird es sowohl nach dem Elementnamen als auch der Massenzahl. Zum Beispiel Kohlenstoff 12. Wenn wir die aktuellen relativen Häufigkeiten der Atomkerne in unserem Sonnensystem untersuchen, finden wir große Unterschiede. Besonders große Häufigkeiten gibt es für Kerne mit den folgenden Protonen- und Neutronenzahlen: 2, 8, 20, 28, 50, 82 und 126. Diese Werte weisen auf besonders stabile Atomkerne hin und werden magische Zahlen genannt. Eine ganz eigene Welt, bestimmt durch diese Zahlenwerte, tut sich auf. Aber es ist unsere Welt, die uns alle umgibt, und wir verstehen sie besser, wenn wir ihre Grundstrukturen erkennen und deuten können. Die Sonne ist für unsere Erde das lebensspendende Gestirn. Sie leuchtet und wärmt. Woher bezieht sie ihre Energie? Die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Wasserstoffkerne mit einem Proton, Heliumkerne mit jeweils 2 Protonen und 2 Neutronen. Wir wollen die Möglichkeit betrachten, dass 4 Protonen zu einem Heliumkern verschmelzen. Vielleicht hilft uns das auch zu verstehen, wie die Sterne Energie erzeugen. Die Gesamtmasse von 4 Protonen ist geringfügig größer als diejenige des Heliumkerns. Die Relativitätstheorie sagt, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das bedeutet, dass eine geringe Massendifferenz große Energiemengen freisetzen kann. Aber die positiv geladenen Protonen stoßen einander ab. Kann unter diesen Bedingungen überhaupt Kernfusion stattfinden? Von Weizsäcker und Bethe beantworteten diese Frage. Im Inneren eines Sterns mit einer Masse wie die der Sonne herrscht eine Dichte mehr als 100-mal so groß wie die von Wasser bei einer Temperatur von über 15 Millionen Grad Celsius. Die thermische Bewegung der Protonen in einem Stern ermöglicht eine Wechselwirkung zwischen den Kernen, die manchmal aufgrund quantenmechanischer Effekte die Barriere der elektrischen Abstoßung unterlaufen können und miteinander verschmelzen. Hierbei emittiert eines der Protonen ein Positron und ein Neutrino und es entsteht Deuterium. Das Positron zerstrahlt dann mit einem Elektron unter Aussendung von Gammastrahlen. Das so gebildete Deuterium fängt ein Proton ein, emittiert einen Gammastrahl und wird zu Helium-3.
Die Helium-3-Teilchen stoßen miteinander zusammen, geben zwei Protonen ab und vereinen sich zu Helium-4. Gewaltige Energien werden freigesetzt bei diesen Kernfusionen und die mit ihnen verbundene Aussendung von Gammastrahlen lässt die Oberfläche der Sterne leuchten. Auch unsere Sonne bezieht aus solchen Fusionen ihre Energie. Da die Bildung von Deuterium ein seltener Prozess ist, wird auch das Helium nur langsam gebildet. Unsere Sonne brennt schon seit 4,6 Milliarden Jahren. Während dieses langen Zeitraumes ereigneten sich Geburt und Entwicklung des Lebens auf der Erde. Und unsere Sonne wird für weitere 5 Milliarden Jahre leuchten. Heliumkerne werden durch das Verschmelzen von Protonen in einem Stern gebildet. Darauf aufbauend können noch schwerere Kerne durch Fusion mit leichten Kernen entstehen. Aber woher kommt das Basismaterial, die Protonen? 1946 machte Gamow einen ersten Versuch, auch die Bildung der Elemente bei der Entstehung des Universums zu erklären. Die heutige Wissenschaft, aufbauend auf Arbeiten des Ehepaars Burbridge sowie Fowler und Hoyle, vermittelt ein Bild von der Entstehung der Welt in einem Urknall, Big Bang genannt. Doch wie entstanden Protonen und Neutronen unter solchen Bedingungen? Das Szenarium der Entstehung des Universums in seiner heutigen Form postuliert, dass es einst sehr klein war. Sogar noch kleiner als die winzigen Protonen und Neutronen. Man nimmt an, dass es durch quantenmechanische Effekte aus einem Nichts hervorging, als es weder Zeit noch Raum noch Materie gab. Dieses winzige Universum dehnte sich explosionsartig aus, in der Wissenschaft als Inflation bezeichnet. Als das Universum etwa eine Millionstel Sekunde alt war, verbanden sich die Quarks zu Protonen und Neutronen. Unser Universum war eine extrem heiße, massive Feuerkugel, in der die fundamentalsten Teilchen in der Natur, wie Quarks, Elektronen und Licht, bereits existierten. Dann, als das Universum etwa 3 Minuten alt war, vereinigten sich die Protonen und Neutronen zu Deuterium. Die Deuteriumkerne kollidierten miteinander und verwandelten sich zu Tritium und Protonen. Des Weiteren kann jeder Tritiumkern mit einem Deuteriumteilchen wechselwirken und Helium-4 und ein Neutron bilden. Bei diesem Prozess wandeln sich die kurzlebigen Neutronen sukzessive durch Beta-Minus-Zerfall in Protonen um. Innerhalb einiger Minuten nach dem Urknall war das Häufigkeitsverhältnis von Protonen zu Helium 12:1. Dieses Verhältnis bestimmte die nachfolgende Entwicklung der Elemente. Wären die Massen von Proton und Neutron fast gleich, wäre die Lebensdauer des Neutrons extrem lang. Und dann wäre nahezu alle Materie zu Helium geworden. Aller Wasserstoff wäre verbraucht, keine neuen Sterne wären geboren und keine neuen Elemente entstanden. Das Universum wäre ohne Leben geblieben. Die rätselhafte Lebensdauer des Neutrons führte zur Bildung einer Vielzahl von Elementen und zur Existenz des Lebens, der Tier- und Pflanzenwelt und schließlich der Menschheit. Gleichzeitig mit der Bildung der Heliumkerne entstanden Elemente mit größeren Atomgewichten wie Lithium-6, Lithium-7 und Beryllium-7. Jedoch gibt es keine Atomkerne mit der Masse 8. Selbst Beryllium-8, das bei der Kollision zweier Helium-4-Kerne entsteht, bricht fast sofort wieder auseinander. Energetisch günstiger und daher auch stabiler als ein Beryllium-8-Kern sind 2 Helium-4-Kerne. Es gibt also keine stabilen Kerne mit der Massenzahl 8. Höchstens die Massenzahl 7 wird erreicht. Doch wo und wie begann die Synthese der schwereren Elemente? Unser feuriges Universum expandierte und kühlte dabei ab.
Nach etwa 300.000 Jahren nahm die thermische Energie der Elektronen so weit ab, dass sie durch Protonen und durch Heliumkerne eingefangen wurden und Wasserstoff- und Heliumatome entstanden. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich das Licht, das zuvor von freien Elektronen gestreut worden war, ungehindert durch den Raum bewegen und dem Universum so eine visuelle Dimension geben. Bald entstanden die ersten Sterne. Wasserstoff- und Heliumatome sammelten sich in Bereichen hoher Dichte und bildeten Molekülwolken. Aufgrund ihrer eigenen Anziehungskraft zog sich jede Wolke zusammen. Und dabei stiegen Temperatur und Dichte im Zentrum an. Alle Elektronen wurden wieder von den Wasserstoff- und Heliumkernen getrennt, an die sie gebunden waren. Die schnellere thermische Bewegung ließ die Protonen miteinander wechselwirken und es bildeten sich Heliumkerne. Und die freigesetzte Energie ließ die Sterne leuchten. So entstand auch unsere Sonne. Die Synthese von Helium aus Wasserstoffkernen läuft im Inneren von Sternen ab. Ein Stern mit einer Masse, die etwa der unserer Sonne entspricht, enthält ausreichend Wasserstoff in seinem Zentrum, um für etwa 10 Milliarden Jahre zu brennen. Sobald der Wasserstoff aufgebraucht ist und die Energieproduktion ausbleibt, stützt nichts mehr das Zentrum und der Stern zieht sich unter der Schwerkraft zusammen. Temperatur und Dichte im Zentrum wachsen weiter, worauf etwas Überraschendes geschieht. Heliumkerne kollidieren dann häufig. Wenn drei fast gleichzeitig zusammenstoßen, wird Kohlenstoff 12 gebildet. Das ist ein stabiler Kern und er kann mit einem weiteren Heliumkern Sauerstoff 16 bilden. So entstehen Elemente mit Massenzahlen größer als 8. Ein Stern mit etwa einer Sonnenmasse stirbt letztendlich unter Bildung von Kohlenstoff und Sauerstoff in seinem Zentrum. In massiveren Sternen verläuft die Synthese von Wasserstoff zu Helium über eine Reaktionskette, die CNO-Zyklus oder Bethe-Weizsäcker-Zyklus genannt wird. Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, die schon seit der Geburt des Sterns vorhanden sind, reagieren sukzessive mit Protonen. In einem Zyklus werden 4 Protonen verbraucht und unter Bildung eines Helium-4-Kernes 2 Positronen und 2 Neutrinos emittiert. So erzeugen massive Sterne während ihrer CNO-Brennphase Energie. Der Wasserstoff im Zentrum ist nach etwa 10 Millionen Jahren verbraucht. Das im CNO-Zyklus gebildete Helium, als Verbrennungsprodukt auch Asche genannt, wird dann in Kohlenstoff und Sauerstoff umgewandelt. Dann können aufgrund der höheren Kerntemperatur in massiven Sternen Neon aus Kohlenstoff und danach Magnesium aus Neon gebildet werden. Im Innersten des Zentrums bildet sich aus dem Sauerstoffvorrat ein Bereich aus Silizium und Schwefel. Dort, nahe dem Mittelpunkt des Sterns, entstehen aus Silizium und Schwefel dann Eisen und Nickel. In Sternen, die mehr als die 10-fache Sonnenmasse haben, bildet sich eine zwiebelartige Schichtenstruktur, aus der dann Elemente bis zu Eisen und Nickel hervortreten. Eisen und Nickel sind die stabilsten Atomkerne, weil sie die geringste Energie und Masse pro Nukleon haben. Wenn wir die Masse pro Nukleon entlang einer dritten Achse senkrecht zur Nuklidkarte auftragen,
ergibt sich ein Tal, in welchem der Bereich der stabilen Kerne entlang des Zentrums verläuft. Dieses Tal ist am tiefsten um die Eisen- und Nickel-Isotope herum und wird das Tal der Beta-Stabilität genannt. Die stellare Nukleosynthese verläuft, von den leichteren Nukliden ausgehend, das Tal der Stabilität hinab auf Eisen und Nickel zu, die im Talgrund liegen. Von diesem Punkt an wechselt die Steigung von abwärts zu aufwärts. Jedoch fanden keine Fusionsreaktionen statt, welche die bergauf liegenden schweren Elemente bilden. Kupfer und Zink, unabdingbar für Leben, wie wir es kennen, wurden noch nicht gebildet. Außerhalb dieser Prozesse, die zur Bildung von Eisen und Nickel führten, liegen Silber und Gold und erst recht Uran. Deshalb muss es noch andere Prozesse geben, außer denen, die zur Bildung von Eisen und Nickel führten. Doch welcher Natur sind sie und wie unterscheiden sie sich von Fusionsreaktionen? Freie Neutronen sind instabil. Existiert jedoch eine kontinuierliche Neutronenquelle, so werden ihre Neutronen zu einem wesentlichen Material für die Bildung von Elementen, die schwerer als Eisen sind. Dadurch erhöht sich im interstellaren Medium die Häufigkeit schwerer Elemente und damit die Zentralmasse von Molekülwolken. In ihnen entstehen dann neue Generationen von Sternen, von denen sich einige wieder zu roten Riesen entwickeln werden. Sterne mit mehr als achtfacher Sonnenmasse explodieren am Ende ihres Lebens und zerstreuen dabei die synthetisierten Elemente wie Kohlenstoff und Eisen in den Weltraum. Elemente wie Kohle und Eisen sind erforderlich, damit sich neue Sterne entwickeln. Darunter auch solche mit mehr als achtfacher Sonnenmasse. In diesen roten Riesen entstehen Neutronenquellen. Im Sterninneren wird durch Konvektion Kohlenstoff 12 in höhere Schichten getragen und bildet dort mit einem Proton Stickstoff 13. Daraus entsteht durch Beta-Zerfall Kohlenstoff 13, der wiederum mit Helium reagiert unter Bildung von Sauerstoff 16 und einem Neutron. Diese Reaktionskette ist die Neutronenquelle. Ohne elektrische Abstoßung werden ihre Neutronen dann leicht von Atomkernen eingefangen. Zuerst fängt ein Eisen 56 ein Neutron ein und wird zu Eisen 57. Das stabile Eisen 57 fängt ein weiteres Neutron ein unter Bildung von Eisen 58. Auch Eisen 58 ist stabil, fängt ein Neutron ein und wird Eisen 59. Eisen 59 ist instabil und verwandelt sich zu Kobalt 59, wenn eines seiner Neutronen sich durch Beta-Zerfall in ein Proton umwandelt. Dies ist ein Weg, Elemente schwerer als Eisen zu synthetisieren. Da die Quelle eine niedrige Neutronendichte produziert, erfolgt die Umwandlung schrittweise und benötigt Tausende von Jahren, um zu schwereren Elementen zu gelangen. Dieser langsame Prozess wird nach dem englischen Slow S-Prozess genannt. Wesentlich ist, dass der Einfang von Neutronen im Vergleich zu typischen Beta-Halbwertszeiten langsam erfolgt. Elemente fangen immer weiter Neutronen ein, bis am Ende des Weges Wismut 209 erreicht wird. Wismut 209 ist ein sehr schwerer Atomkern.
Aber Elemente mit Massen über 209 wie Uran und Thorium, die zwar instabil, doch langlebig sind, können durch den langsamen, den S-Prozess, nicht gebildet werden. Wismut 209 verwandelt sich durch Neutroneneinfang in Wismut 210 und kehrt nach Beta- und Alpha-Zerfällen zu Blei 206 zurück. Deshalb können Elemente schwerer als Wismut 209 nicht im S-Prozess gebildet werden. Jedoch existieren noch schwerere Elemente wie Uran und Radium. Die Frage, wo und wie solche Elemente gebildet wurden, blieb recht lange ungeklärt. Ein Schlüssel zur Lösung dieser Frage liegt in der Tatsache, dass instabile Kerne eine kurze Lebensdauer haben. Deshalb sind sehr schnell ablaufende, explosive Prozesse für die Bildung schwererer Elemente erforderlich. Nach langjährigen Studien kam man zum Ergebnis, die Antwort liege in einer gewaltigen Explosion, wie bei der Entstehung einer Supernova. Supernova-Explosionen sind das Ergebnis des schnellen Abfalls der beiden Drucke, die einen Stern gegen die Schwerkraft stützen. Wenn die Temperatur im Eisenzentrum eines schweren Sterns auf über 5 Milliarden Grad Celsius ansteigt, stoßen hochenergetische Gammastrahlen mit dem Eisen zusammen und zerlegen es. Dabei wird eine sehr große Energiemenge plötzlich absorbiert. Daraufhin sinkt der durch die thermische Bewegung der Elektronen hervorgerufene Druck und das leitet den Schwerkraftkollaps des Eisenkerns ein. Mit dem Fortschreiten des Zusammensturzes wächst die Dichte an. Elektronen werden dann von den Protonen in den Atomkernen eingefangen und verwandeln sich in Neutronen und Neutrinos. Die Kerne werden immer neutronenreicher. Da die Anzahl der Elektronen abnimmt, sinkt der Entartungsdruck der Elektronen, der den Stern hauptsächlich stützt und beschleunigt den Zusammenfall. Photodesintegration und Elektroneneinfang beschleunigen den Zusammenbruch zusätzlich. Sobald der Eisenbereich im Zentrum des Sterns eine Dichte erreicht, die derjenigen von Atomkernen entspricht, beginnen die Neutronen aneinander zu haften. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kollaps nicht länger möglich. Materie, die von äußeren Schichten einfällt, stößt heftig mit dem Eisen zusammen und wird zurückgetrieben. Dabei entstehen starke Schockwellen. Diesen Vorgang nennt man Implosion. Wenn die Dichte eine bestimmte Grenze erreicht, wirkt die Abstoßung dem Kollaps entgegen und bewirkt eine Explosion, die eine hohe Neutronendichte erzeugt und damit zur Elemententstehung durch den rapiden, den R-Prozess führt. Viele Neutronen werden schnell absorbiert und erhöhen dabei die Masse. Das schnelle Anwachsen der Neutronenzahlen führt zur Bildung von Uran und Radium in etwa einer Sekunde. Das ist der schnelle, der rapide, der R-Prozess. Der Einfang von Neutronen ist dabei viel schneller als der Beta-Zerfall. Nach dem Ende des R-Prozesses enthalten die instabilen Kerne eine große Zahl von Neutronen. Nach sukzessivem Beta-Zerfall entstehen Atomkerne mit höheren Ladungszahlen. Der schwerste in der Natur vorkommende Atomkern, Uran-238, wird so gebildet. Elemente entstanden schon bei der Erschaffung des Universums und erreichten ihre gegenwärtige Zusammensetzung durch vielfältige Nukleosyntheseprozesse während der folgenden Zeiträume. Aber erst kürzlich wurde die Möglichkeit geschaffen, die Entwicklung durch astronomische Beobachtungen und Laborexperimente zu überprüfen. Was also ist der Schlüssel zur Lösung des Rätsels des R-Prozesses? Hauptschlüssel sind Reaktionen mit instabilen Kernen. Die Elemente der Erde bestehen aus stabilen Kernen und bleiben so unverändert. Jedoch konnten die stabilen Kerne, die jetzt existieren, nicht ohne Reaktion mit instabilen Kernen gebildet werden.
Deshalb ist es so wichtig, Reaktionen mit instabilen Kernen zu untersuchen. Solche Untersuchungen sind jetzt möglich mit Strahlen radioaktiver Ionen, also Strahlen aus instabilen Kernen. Instabile Kerne werden künstlich hergestellt, indem man schwere Ionen mit hoher Geschwindigkeit auf Targets schießt. Durch das Studium neuer instabiler Kerne will man herausfinden, wie im Erbprozess Uran und viele andere Elemente im Universum gebildet werden. Wir nehmen an, dass verschiedene Elemente, einschließlich Uran, durch natürliche Prozesse während sehr langer Zeiträume gebildet wurden. Sagen wir 10 Milliarden Jahre. Uran und Radium sind sehr aufschlussreich für das Verständnis auch anderer Vorgänge im Weltall, für neue fortschreitende Einsichten in die Entstehung des Universums und seiner Elemente. Sternenstaub. Alles, was wir kennen, ist daraus entstanden. Doch woher kamen die Elemente des Sternenstaubes? Indem wir die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis ausweiten, treiben wir die Lösung auch dieser Frage voran. Ich versuche, die Entwicklung zu verstehen, wie wir das bekamen, was wir auf der Erde vorfinden. Ich habe einen goldenen Ring am Finger, meinen Ehering. Ich will wissen, wie das Gold auf die Erde kam. Es ist schwer, etwas über den Urknall, die Bildung der Galaxien, der unterschiedlichen Sterne und Objekte wie Novae, Supernovae, Röntgensternen, planetaren Nebel zu erfahren. Aber die von ihnen ausgeworfene Materie beeinflusst die Entwicklung so, dass man auch die Bildung von Galaxien zu verstehen lernt. Wir sind das Produkt von Brutprozessen in Sternen. Wir sind dabei zu versuchen, das Rätsel zu lösen, wie all dies geschah. Und ich denke, dass die Kernphysik uns viel über den Ursprung des Universums erzählt, über den Ursprung der Explosionen, die die Elemente hervorbrachten. Zurzeit laufen weltweit faszinierende und aufregende Entwicklungen ab. Es werden Laboratorien errichtet, in denen die kurzlebigen Nuklide künstlich hergestellt werden, sodass Experimentalphysiker und Theoretiker sie untersuchen können. Das Universum, unsere Geburtsstätte. Die fundamentalen Regeln, die die endlosen Räume bestimmen, haben ihren Ursprung in den Gesetzen, die auch die Atome beherrschen. Veranschaulicht wird dies durch das uralte Symbol des Uroboros, der Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Indem wir unsere Vorstellungskraft freisetzen, kommt die Menschheit dem Ziel näher, das Geheimnis der Elemententstehung noch besser zu verstehen.